echter asiatischer Comicshop. Da schauen wir jetzt mal rein. In Asien sehr beliebt. Hier King Ghidorah aus der Serie Godzilla. Jede Menge Bausätze und Actionfiguren. Diese Figuren sind im Maßstab 3,75 Zoll. Einfach genial. Na Leute, das ist doch mal eine Vitrine. Jede Menge DVDs, Boxsets. Auch sehr viele mir unbekannte Sachen. Hier ein alter Bekannter, der die Herzen der Versicherungen zum Kochen bringt. Godzilla. Hier sehen wir einen alten Bekannten, Hasbro Toy Group. Und gleich daneben Bandai.
hier der Comicverkäufer. In Asien sehr weit verbreitet, Bandai. Ja, der Laden wird meine Urlaubskasse ganz schön schmälern. Ein sehr interessanter Einblick in eine andere Kultur. Sorry Leute, ich muss ein wenig improvisieren. Ich bin ganz spontan hier reingekommen. In Asien immer noch sehr gefragt, Dragon Ball. Und hier einige Sailor Moon Figuren. Man kann sich gar nicht satt sehen. Einfach nur gigantisch. Na, das ist meine riesige Figur. Man merkt gleich, dass man nicht mehr in Deutschland ist. Ja, wer sagt es denn? Ein paar alte Bekannte. Star Wars. Auch nett anzusehen, Barbie in asiatischen Outfits. Fantastic, Toys and Merchandise, mein YouTube-Channel. Einfach nur fantastisch. Hier sehen wir einen australischen Comic-Fan. One word, please, for the German Star Wars fans. I'm animated fan. Okay, thank you very much. Aus Bangkok.
mich jetzt wieder. Bis zum nächsten Mal, wird's wieder heiß. Fantastic, Dolphin Merchandise.